Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Und in der Zwischenzeit machst du was? Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los. Mhm. Nach Hause. Geh doch nach Hause. Sex und Chrom. Hey. So. Software installiert. Hat funktioniert. Zack. Kannst du mal bitte... Danke. Und? Ich bin ein Lied, oder? Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut, das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Bevor wir dazu kommen, okay. Erstmal voll voran. Setz dich. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Ja, okay. Hm. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Yakitori. Irgendwas, das nicht von hier ist, bitte. Wir sehen uns morgen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Saka-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Das sehen wir dann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Schön, dass du es ähnlich siehst. Man weiß nie, was ein Hund denkt. Vielleicht dasselbe wie du. Mhm. Was ist das? Yakitori. Okay, ich habe alles durchgebrannt. Erstens. Wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanako-samas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützen auf der Parade. Drittens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanako-sama die Wahrheit. Fünftens, oder macht uns kalt. Fünftens, oder macht uns kalt und pisst auf unsere Leichen. Er wird Hanako zu keiner Zeit allein lassen. Oder wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben? Was ist mit mir? Das ist etwas anderes. Du solltest dich von ihm fernhalten. Ich habe schon Schlimmeres solche Sorgen. Also, wir werden, naja, das ist schon klar, oder? Ja. Naja, klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres, als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Du kennst die Stadt nicht. Das Was machst du denn? Lass ihn nicht von Ich habe schon genug zu tun. Das überlasse ich dir. Wie du willst. Hoch! Lauter! Lauter! Yorinobu. Höchstpersönlich. Hat das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die... haben sich ihm ergeben. Arasaka. Ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von innen angezündet hat. Alles begann mit ihm. Die Fraktionen. Die Machtkämpfe. Das alles ist
Xor! Ja, woher hat er die rebellische Ader? Welche Fraktion? Es gibt Fraktionen innerhalb Arasaka? Welche? Es gibt drei. Kiji, Hato und Taka. Kiji wollen Stabilität und die alte Ordnung. Sie stehen fest hinter Hanako-sama. Hato sind Liberaler und unterstützen Michiko-sama, Saburos Enkelin. Über sie weiß ich nur wenig. Die Dritten im Bunde sind Taka, Verräterhunde, die hinter Yorinobu stehen. Und dann gibt es ein paar kleinere Fraktionen. Erzähl mir ein andermal von ihnen. Yuri! Woher hat Yorinobu diese rebellische Ader? Das weiß keiner. Vielleicht kann ich ihn das bald fragen. Persönlich. Wieso hat Saburo... Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasaka-sama war ein starker, disziplinierter Mann. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Und doch zeigte er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu. Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Bande gründete und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasaka-sama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihren Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verstehst du? Hanako-sama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Vielleicht ändert sich das jetzt. Sieht aus, als würde sich das jetzt ändern, solange Hanako unsere Version der Ereignisse glaubt. Vielleicht können wir ihr ins Gewissen reden, wenn sie eins hat. Zuerst müssen wir zu ihr. Zeit für etwas Aufklärung. Warte auf meinen Anruf. Alles klar. So. Wir müssen warten auf den Anruf. Das heißt, wir können natürlich eine andere Quest nachgehen. Wie zum Beispiel erstmal die von Dings. Hey, ich habe gehört, dass Watson Arbeit suche. Ja, okay. Komm bitte her. Marketplaces. Okay. Da hinten, alles klar. Gehe ich einmal zum Teleporter. Und schnell darüber porten. So, jetzt muss ich, nee, da nicht lang, da lang. Jetzt muss ich hier lang. Mit dir habe ich keinen Streit. So. Also? Ich bin da. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Tick-tack, 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 ja. So. Da ist Rivers Wagen. Scheiße, Mann. Steigen wir ein. Moin, River. Hey, wie geht es dir? Ziemlich mies. Sieht man mir wahrscheinlich auch an. Nette Karre. Neu? Nein. Nicht in Smalltalk-Laune, was? Nicht so richtig. Sorry. Worum also, geht's? Was ist passiert? Ich brauchte jemanden zum Reden. Mhm. Hier, sieh dir das an.
Mehr tote Politiker? Siehst dir an. Wenn man nicht Ton hätte. Da ist gar kein Ton unterlegt. Ah, jetzt. Das, jetzt wird... Normale. Huch. Okay, einer tot. Eine verletzt wohl. Oder auch tot, je nachdem. Das ist doof, dass da keine Nachrichten-Sounds mit sind. Also, ne? Sounds fürs Game habe ich ja, sonst würde ich ja zum Beispiel das Auto da nicht hören und so. Aber der Dings für diesen Clip da, da ist gar kein Sound dabei. War Peter Pan einer deiner Fälle? Dieser Peter Pan, ein alter Fall von dir? Hast du ihn gesucht? Nie von gehört, ist nicht bei mir gelandet. Und haben ihn wohl geschnappt. Wo ist das Problem? Sie haben ihn doch. Mein Neffe, Randy, ist vor einer Weile verschwunden. Und was du gerade gesehen hast, das Kind hatte Randys Schuhe an. Oh, shit. Erzähl mir mehr über... Randys Verschwinden. Weißt du darüber noch mehr? Meine Schwester und ich verstehen uns nicht gut. Ich weiß nicht viel. Ich wünschte nur, ich wäre in der schlimmsten Zeit für sie da gewesen. Und du wurdest nicht zur Suche gerufen. Hat man dir den Fall nicht übertragen, weil es dir zu nahe gehen könnte? Halten mich mit sowas wie einer einstweiligen Verfügung davon fern. Gonagall hat den Fall übernommen. Ein fauler Sack. Hat bisher einen Scheiß aufgedeckt. An deiner Seite würde ich dranbleiben. Sie haben nicht vollkommen Unrecht. Ich würde das nie akzeptieren. Ich auch nicht. Genau deshalb frage ich dich um Hilfe. Okay, was müssen wir tun? Im Wachkoma kann der Typ uns nichts sagen. Aber wir können seine Träume sehen. Wie jetzt? Träume? Hast richtig gehört. Ich erkläre dir alles unterwegs. Okay. Es ist noch in der Testphase, hat aber schon erste Ergebnisse geliefert. Sie nehmen Träume auf, die sich dann als BDs abspielen lassen. Hast du Zugriff auf diese Träume? Noch nicht, aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Moin. Ist das eilig oder was? Ja. Ja. Okay, haben wir einen Termin? Nicht ganz. Wir gehen zusammen rein, aber... Du blind? Nicht durch den Haupteingang. Keinen Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Okay. Ah, guck mal, da hinten. Wird doch bestimmt... Kurz warten, bis er dann auch. Na, guck mal hier. Da ist Kaffee drin. Okay, sollte niemand da sein. Sind gerade alle bei einer Inspektion. Kannst ruhig laut sein. Wie sollen wir diesen Braindance finden? Wir suchen einen Raum, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Oh, und denk dran, Peter Pans echter Name ist Anthony Harris.
Anthony Harris, alles klar. Ich würde aber trotzdem gerne mal hier. Hier werden definitiv keine BDs aufbewahrt. Ja, aber man könnte ja trotzdem mal gucken. Man hier irgendwo. Ah, da komme ich nicht rein. Alles klar. Abgeschlossen. Geht nicht auf. Aha. Zwei Daten. So. Ich ne. Tja. So. Ein Behälter mit einem. So. Waffenkaufautomat oder Verkaufsautomat ist auch geil. Da komme ich nicht lang. Da komme ich nicht lang. Leere Braindance-Hülle. Okay. Klo. Da ist was drin. Da komme ich an nichts ran. Okay. Hallo. Aber nee. Cool, ich kann sogar die Dinger hacken. Zack, 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 zack. Tja. Keine Dokumente. Oh, das nehmen wir natürlich gerne mit. Ne, hier. Zack, zack. Kotz. Auch schön. Verschlossen, alles klar. So, zack. Ein Schrank. Hört sich nicht gut aus. Warte, hier hinten. Oh. Ein Kinderraum für Braindance. Dingsen. Also, dass die Kinder hier. Hey, River! Ich hab hier was! Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Sag mal, warum hast du nicht einfach...